Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, wir schauen jetzt mal in den Item Shop rein. Gucken mal, was da so aktuell am Start ist. Nach wie vor haben wir hier diese ganzen Football Skins und ja, da den Schiedsrichter, den Schiri. Da ist ein neuer Skin da, der Yeehaw Skin. Schauen wir uns den mal an. Das ist halt die weibliche Version dieses. Oh, hat! Getarnte Schuhe, Stiefel. Ja. So sind wir damals beim Bund auch rumgelaufen. Also nicht mit diesem komischen Einhorn da drumherum. Das hätte ein bisschen komisch ausgesehen. Und wahrscheinlich hätten wir dann auch gleich schon einen Kopfschuss gehabt. Aber. Ja, zum Tarnen haben wir uns auch in die Stiefel Gras und so weiter und in die Hosen Gras reingesteckt und so weiter und so fort. Natürlich waren wir ziemlich gut getarnt. Nichtsdestotrotz finde ich das Ding nicht wirklich. Ich meine, ich habe auch mal so einen Aufsitzer mir geholt. Ja, für Fasching. Fand das cool. Ist auch super gut angekommen. Aber. Ich renne doch nicht auf der Fortnite-Map damit rum. Sorry. Also, nö. Deswegen kriegt von mir dieser Yeehaw 4 von 10. Sorry. 4 von 10. Gucken wir mal ganz kurz rein. Wie sind denn die aktuellen Noten dafür? 3, was war das jetzt? 3 von 5. Bei 2 Votes. Ja. 51 Reminders. Oh mein Gott. Der könnte ja mega beliebt werden noch hier. So. Dann haben wir den Schwitzer Skin. Den Bright Bomber. Ja. Ist ja sehr beliebt, das Ding, der Bright Bomber. Von mir kriegt der Bright Bomber allerdings nur 6 von 10. Guck mal hier, 4,23 von 5 bei 44 Votes, 152 Reminders. So, da will ich nochmal ganz kurz ranzoomen, dass man sieht, wie das Ding aussieht. In der Nahansicht. Das sieht schon irgendwo witzig aus, ne? Wenn man das so sieht, sieht das echt cool aus. Ja. Jo, jetzt kommen wir zu den Emotes von heute. Das ist Drop the Base. Let's rock. Ja, Drop the Bass. Ein ziemlich langer Track, der da eingespielt wird. Auf jeden Fall. Ziemlich langer Emote auch. Ja, alleine deswegen. Ich finde den. Ist ganz cool. Also, ich gebe dem Ding 7 von 10. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Drop the Bass. 3,33 von 5 bei 15 Votes, 158 Reminders, am 8. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen.
So, dann kommen wir zum Hot Stuff. Heiß. Hot. Ja, und der Hot Stuff, ja, ist jetzt auch nicht der Oberbringer, aber ist auch ganz witzig, kriegt auch von mir 7 von 10. Also haben wir hier 3,25 von 5 bei 4 Votes. 17 Reminders, aber auch am 18. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis